sind heute hier in Tübingen. Neben mir sitzt Pavel Hoffmann. Und Pavel, ich werde jetzt heute gerne zu deiner Lebensgeschichte Fragen stellen und wollen einfach ein bisschen hineingenommen werden in dein Leben, in deine Erlebnisse. Und mich würde es mal interessieren, wo bist du aufgewachsen? Also aufgewachsen bin ich. Richtig. Ich bin in Prag. Ich bin geboren in Tschechoslowakei unter damals Protektorat in Rumänien. Und bis zu meinem vierten Lebensjahr war ich noch in meiner Familie in Prag. Und später sind einfach die Schicksale anders. Mit 4 Jahren praktisch bin ich mit meiner Mutter nach Theresienstadt deportiert worden. Und dort blieb ich bis 1945 Februar. Im Februar 1945 war ein einziger Transport, was sogar der Himmler organisiert, mit einem Schweizer ehemaligen Bundespräsidenten in die Schweiz gekommen, mit einem Transport zusammen mit 1200 weiteren Häftlingen, als einzige Vollweise, könnte man sagen. Und von dort bin ich nach der Befreiung oder nach dem Ende des Krieges wieder nach Prag. Dort hat mich eine Familie adoptieren wollen, die auch in Theresienstadt war. Und die hat sich meine angenommen in der Schweiz, weil ich also als Sechsjähriger nicht allein existieren könnte. Und diese Familie, die junge Familie, ist mit mir nach Mähren. Das ist ein Teil der Tschechoslowakei gewesen und wollte mit mir später auswandern. In der Zeit hat schon Rotes Kreuz nach mir gesucht, weil aus meiner ganzen Familie haben überlebt eine Tante und ein Onkel. Mein Onkel, der lebte praktisch in Tschechien, kann man sagen, die Tante in Slowakei. Und er hat mich bei dieser Familie gefunden. Und das war Dezember 1945. Und da ich nicht genau wusste, ob ich der Richtige bin, weil er noch nie gesehen hat, das war so eine kleine Geschichte, hat er mir an die Hand genommen und nach Prag gefahren und in unseres Haus, wo die Praxis meines Vaters war, mein Vater war Zahnarzt und meine Mutter Kinderärztin, hat er mir gezeigt, das Haus, und ich habe erkannt, habe ich ihm gesagt, auf diesem Hof, bei diesem Baum habe ich meine Oma gespielt. Also hat er gemeint, das ist schon der Richtige. Also später kamen sie wahrscheinlich andere Merkmale dazu. Wie alt warst du da? Ja, da war ich 6 Jahre alt, also nachdem ich wirklich am Krieg zurückgekommen bin. Und dazu muss man noch erwähnen, dass mein Vater 1942 nach einem Heidrich-Attentat erschossen worden ist, zusammen mit 1200 Mitgliedern der tschechischen und jüdischen Intelligenz, und meine Mutter mit mir zusammen nach Theresienstadt deportiert war. Vorher schon waren meine Großeltern, die aus Sudeten-Deutschland stammen und sind nach Prag geflüchtet, 1938 bereits in dem Gaskammer Auschwitz vernichtet worden, genauso wie meine Tante, meine Cousine. Also mit anderen Worten, die Familie Hoffmann in dem Sinne, also seitens des Vaters, existiert er nicht mehr. Nur aus der Familie meiner Mutter, wo etwa 40 Leute in Auschwitz vernichtet worden sind, haben sich 2 gerettet. Und das meine Tante, die Schwester meiner Mutter, und mein Onkel, der Bruder meiner Mutter. Der Bruder meiner Mutter war aber gleichzeitig in Auschwitz und dort als Frauenarzt. Hat seine Familie wurde zwar dort vernichtet, aber er selbst überlebte. Und er war derjenige, der mich gefunden hat, zu sich genommen hat und ist nach dem Krieg in Warnsdorf, das ist ehemalige sudetendeutsche Stadt, die praktisch gereinigt war von Deutschen nach dem Krieg, und dort hat sich niedergelassen. Welche Erfahrungen hast du oder Erinnerungen noch an Theresienstadt? Also eine sehr starke Erinnerung
die ich mich eigentlich bestätigen müsste, lassen müsste von den Leuten, die dort waren und das erlebt haben, war 1943, da war ich eigentlich 4 Jahre alt. Ich konnte mich erinnern, dass ich einfach fast ganze Nacht und ganzen Tag in einem Tal im Regen, im Dunkeln, mit Angst, meine Mutter inzwischen gestorben. Ich muss noch zu erwähnen, dass meine Mutter 3 Wochen nachdem wir nach Theresienstadt kamen, mit 34 gestorben ist, also wie 30.000 andere. Ja. Und ich habe dort Angst gehabt, war allein und dann habe ich nach dem Krieg oder noch viel später gefragt, die Anwesenden, die Älteren, ist das möglich, sowas passierte? Ja, sagte, das war einmal, nachdem 2 aus Theresien geflüchtet sind, hat man alle 50.000 einfach gesammelt und einen Appell veranstaltet und 34 Stunden dort stehen lassen. Einige Menschen sind dort sogar gestorben und danach hat man sich wieder in die Kaserne, das hat man so genannt, Theresienstadt, wo man untergebracht war, zurückgebracht. Das ist die eine Erinnerung. Die zweite Erinnerung ist, dort wo ich geschlafen habe, waren Etagenbetten, 3-stöckige. Das waren so etwa 20 Kinder, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber ich weiß, dass viele Kinder dort waren. Und ich schlief einfach im obersten, mit dem 3-stöckigen Etagenbett. Und die weitere Erinnerung war, dass wir sogar an Weihnachten, interessanterweise, so ich weiß nicht, ob Bäume vielleicht waren, aber jedenfalls so farbige Papiere einfach geklebt haben. Und da wurden einfach Kindern Plüschtiere verteilt. Ich weiß nicht, warum gerade diese Erinnerung. Und die Leute, die Kinder, die wir es nicht bekommen haben, waren neidisch. Am nächsten Tag waren diese Kinder nicht mehr da. Also man hat es wahrscheinlich vor dem Transport den Kindern, die es auch gespürt haben, oder generell, ich weiß es nicht, Plüschtiere gegeben, so Bären, Hunde. Und die Kinder sind dann einfach deportiert und sofort praktisch vernichtet worden in Gaskammern. Und die letzte Erinnerung ist die, die ich schon erzählt habe, kurz. Das kamen einfach Tausende von Kindern, die furchtbar ausgesehen hat, aber das ist nur so schämhaft, weil man so viele Kinder nie gesehen hat. Mhm. Wir dürften auch nicht hin, niemand dürfte hin. Die kamen auf der Straße, jeder hat geguckt. Und das waren praktisch die Bialystok-Kinder, die eigentlich der Mufti von Jerusalem indirekt, kann man sagen, ins Gas geschickt hat, mehrere tausend Kinder. Also das sind die einzigen Erinnerungen, die ich eigentlich habe. Den ganzen Rest habe ich dann nachgelesen und nachgeforscht. Zum Beispiel die Todesurkunde, auch Todesursache, die man generell als Herzversagen oder TBC oder wie geschrieben hat, auch bei der Mutter gefunden. Also das habe ich mir praktisch dann erarbeitet sozusagen. Mhm. Nun war das ja ein besonderes Ereignis mit dieser Zugfahrt dann in die Schweiz. Hast du daran noch Erinnerungen? Ich war in der Schweiz damals 2-mal. Erstmal mit diesem Zug und zweitmal ein Jahr später hat die Schweiz für Holocaust-überlebende Kinder einfach so eine Art Kuraufenthalt veranstaltet. Davon habe ich auch Foto. Und da vermischt sich ein bisschen. Ich erinnere mich an Schokolade und solche Sachen. Mein Mann einfach war sehr froh. Aber ich weiß von dem Transport, auch von meinem Schicksal sehr viel, weil derjenige, dessen Vater diesen Zug geführt hat, also der jüdische Häftling, Meyer heißt der, dessen Sohn, der ist heute 86, hat mir alles erzählt. Dieser Transport wurde von Himmel und Jean-Marie Lucie organisiert, ging aus Theresienstadt über Nürnberg, dann irgendeine Weise nach Augsburg und nach Kreuzlingen. Da waren 1200 Juden und dazu muss man noch Folgendes sagen. Es sollten eigentlich nicht die Juden
drin sein, die dort waren, aber 1200 deutsche Repräsentanten Kultur und Politik sollten gerettet werden. Aus welchem Grund kann man noch vermuten? Also erstens war Geld vorhanden, ich weiß nicht, 4 Millionen Dollar, das kann man alles nachlesen. Oder ob die sich Himmler mit den Schamanen Lucie wollte, ich war nach dem Krieg irgendwie rechtfertigen, dass sie auch jemand. Aber es sollten die sein. Die Liste wurde dem Lagerkommando abgegeben und er hat sie angeschaut. Ist blass geworden, war kein einziger Lebte mehr. Ja. Also hat er andere 1200. Und die Bedingung für die 1200 war, das hat man mir erzählt und da steht auch drin, sie sollen einigermaßen gesund aussehen. Sie sollten möglichst ganze Familie sein und auf jeden Fall sollten wir keine Verwandte haben, die in Auschwitz umgebracht worden sind. Und trotzdem kam ich als Vollweise, den niemand mehr hatte, als einzige Vollweise in diesen Transport mit einem riesen Zettel, also Namen und so weiter, weil man musste wissen, wer man ist, ja, rein. Und deswegen haben die Menschen, die ich dann getroffen habe, später mir auch gesagt, sie haben sich gewundert, dass ich dabei bin. Aber ich war dabei. Wer es, ich habe es ja wahrscheinlich mich selbst angemeldet, logischerweise. Und wer es eigentlich verursacht hat oder wer mich gerettet hat, der weiß ich einfach nicht. Und vermutlich lebt er auch, naja, mit Sicherheit lebt er auch nicht. Ja, dieser Transport ging bis nach Nürnberg und wenn man sich vorstellt, dass 2 Tage später die Bombardierung war und innerhalb 2 Tagen aus Nürnberg weiter, wo deutsche Eisenbahn vollkommen vernichtet war, dann sieht man, wie wichtig war dem Himmler, dass dieser Zug dann auch weitergeht. Weil die anderen aus dem Bahnhof wurden dann vernichtet. Das war ein paar Tage bevor diese riesen Bombardierung war. Danach ging es nach Augsburg. Und jetzt erzähle ich nur das, was mir der Herr May erzählt hat. Die Frauen, alle Juden müssen einfach die gelben Sterne abmachen. Auf dem Bahnhof wurde vor ein paar SS-Leute gesagt, sind sie jetzt entlassen aus dem Deutschen Reich. Und sie, Frauen sollten sich pudern oder irgendetwas. Und so sind die weitergefahren. Die letzte Geschichte war, dass an der Grenze mit der Schweiz sind noch 2 SS-Leute mitgefahren, um sich jetzt wahrscheinlich zu, weil das war Februar 45, das kann man sich vorstellen, dass alle wussten, dass Krieg schon vorbei ist, aber die haben die Schweizer zurückgeschickt. Erwähnen muss man, die Schweizer Regierung wusste gar nichts. Also es wurden wirklich nur der Jean-Marie Messi und wahrscheinlich Himmler wusste es und noch ein paar andere Leute. Und man kam an nach St. Gallen und dort hat schon gewartet der praktisch Jean-Marie Messi und auch jüdische Gemeindevertreter von der Schweiz. Und der Herr Mayer, der Vater von diesem Herrn Mayer, wollte sich bei ihm bedanken und da hat man nicht festgehalten, aus der jüdischen Gemeinde, denen müssen sie nicht danken. Es war übrigens für Jean-Marie Messi ein Antisemit und Hitlerverehrer, aber der war 33 Bundespräsident in der Schweiz, aber hat ihn abgewählt und aus irgendeinem Grund hat er sich dann Hitler einfach sowas ausgedacht. Zweiter Transport ging nicht mehr, weil Hitler hat davon einfach plötzlich Nachricht bekommen und hat es verboten. Also es war das einzige Transport. Es sollten noch vielleicht weitere sein. Das war ja wirklich ein besonderes Erlebnis und dass ihr dir dann letztendlich wirklich das Leben auch gerettet hat. Ja, mit auch mit dem dann als Vollweise dann da auch angekommen zu sein in der Schweiz und wirklich auch ein Wunder, dass sich dann dein Onkel und deine Tante ja ausfindig gemacht haben. Wie ging denn dann dein Leben dann weiter, als du dann bei deinem Onkel und bei deiner Tante aufgenommen wurdest? Ja, ich muss noch kurz noch erwähnen, was ich auch später erfahren habe. Von den 1200 haben die gleichzeitig gegründet eine Organisation, die einfach über die ganze Schicksale und man musste einfach irgendwie das Leben dort führen und über mich hat man beraten, was mit mir zu tun und man hat, war überzeugt, dass niemand lebt. Ja, man wusste einfach Vater, Mutter und so weiter und deswegen hat man auch
diesen Familie Fischer, so hießen die, der junges Paar, kinderloses Paar, gesagt, dass sie mich adoptieren dürfen. Also dort hat man das Ding also nur gesagt. Und das war, man musste schon etwas sagen, weil ich immerhin aus Tschechoslowakei kam. Also so ist es gegangen. Und dann hat Rotes Kreuz schon gesucht, weil irgendjemand hat erfahren, dass ich überlebt habe. Und automatisch suchte man dann. Ja, das Leben weiter. Ich kam erst nach Prag. Der Onkel aber wohnte in Warnsdorf, hat er mich dann hingebracht, er hat dort seine Praxis geöffnet. Ich muss zugeben, es war nicht das einfachste Reden mit ihm. Er war sicher auch psychisch geschädigt aus dem Auschwitz. Muss praktisch ein Erlebnis, was er mir später erzählt hat, auch hier erzählen. Er hat einen Sohn, der jünger war als ich, 2 Jahre alt. Und seine Mutter, meine Oma, die ich sehr gerne hatte und die mich in Prag, habe ich das letzte Foto mit ihr, nachdem mein Vater erschossen war, meine Mutter besucht hat, eigentlich war das gefährlich, seine Frau, die sind praktisch alle vernichtet worden und wenn die 400.000 ungarische Juden, das war damals Ungarn, kamen an, sind die an die Selektion gegangen. Selektion ist Dr. Mengele, hat übrigens studiert an die gleiche Uni wie mein Onkel zufällig und waren beide Ärzte. Und ob er ihn erkannt hat, weiß ich selbstverständlich nicht. Und wo die kamen, haben die alteingesessenen Häftlinge geschrieben, gibt die Kinder den Alten. Grund war, dass wenn eine Mutter mit einem Kind kam von Mengele, ist sie sofort in die Seite, wo die Gasboot einfach auf die gewartet hat. Wenn sie stark und noch arbeiten konnte, dann hat sie Chancen gehabt zu überleben. Das wussten die zwar nicht, aber haben so gemacht. Also ist meine Oma mit den 2-jährigen Sohn meines Onkels sofort in die Gaskammer. Die Mutter hat noch gelebt, aber nicht lange, weil die Arbeit und die Zustände waren furchtbar. Und einzige, der überlebt hat, damit mit 28 Jahren, ein junger Frauenarzt, war mein Onkel. Und, aber es wahrscheinlich war nach dem Erlebnis, dass die Erziehung nicht ganz einfach war. Ich war furchtbar krank. Also ich wog nur die Hälfte dessen, was ich liegen sollte. Ich habe alles zerbrochen. Ich habe einfach immer wieder Eiter gehabt, jede Woche ausgebrochen. Und aus dem Grund war ich nicht gut. Aber ich ging in die Schule, dort in Warnsdorf. Und dann kam die Schweizer Regierung und hat diese Kur angeboten. Das war 1946. Ich ging in die Schweiz, war, glaube ich, 2 Monate dort. Habe ich ein Foto aus der Zeit von jemandem jetzt 50 Jahre später bekommen, wo ich mich erkannt habe. Und mein Onkel ist inzwischen nach Prag umgezogen. Und dort kam ich zu ihm und wir sind dann umgewandert bei verschiedenen Bekannten oder so Wohnungen. Und er hat eine Frau dort getroffen, hat sich geheiratet, 1947. Und ich lebte dann bei diesem Ehepaar. Und 1947, Dezember, haben sie eine Tochter bekommen. Ich lebte mit denen zusammen. Vorher hatte ich schon ein Amerika-Visum gehabt, oder Affidavit nennt man das. Das ist praktisch so eine Eintrittsmöglichkeit, die man bezahlt, bei 1000 Dollar. Und damals durfte man nach Amerika ausreisen. Für mich, für sich. Aber dann kam seine Frau und sein Kind. Aus dem Grund hatte er das ausgewechselt, zeitlich. Es war schon knapp vor dem kommunistischen Putsch, weil er wollte einfach generell weg. Und hat beschlossen, dass ich zu meiner Tante komme nach Ostslowakei. Das ist die Schwester meiner Mutter, die auch überlebt hat. Sie überlebte eigentlich durch Rettung einer slowakischen Mauer. Also es waren auch Menschen, die unter der Lebensgefahr die Menschen, die Juden gerettet haben. Sie waren 44 dazu verurteilt, nach Auschwitz zu gehen und dieser Bauer hat sie einfach mit der Tochter
Vierjährige damals und sie beide versteckt, eingemauert und 9 Monate, bis die russische Armee kam, praktisch ernährt und gerettet. Mhm. Und diese Familie kam zurück dann in ihr Haus, das ist in Ostslowakei. Und in dieses Haus kam ich 1948 hin, als in die 3. Klasse quasi, so krank, dass mein Onkel, bevor mich abgegeben hat, meine Tante gesagt hat, er überlebt ein Jahr nicht. Mhm. Meine Tante hat, die Schwester, das weiß ich, unwahrscheinlich sehr gern gehabt und sagte sich vermutlich, das passiert nicht. Hat mich aus der Schule genommen, ich habe alle 14 Tage diesen Spritzen und ich durfte nichts machen und so weiter. Ich war ein bisschen undankbar, gehasst dieses Leben. Ich war dann nach etwa einem Jahr doppelt so breit. Also wirklich, ich habe ein Foto furchtbar. Aber sie hat mich das Leben gerettet, ja. Das muss man schon sagen. Mhm. Und bin ich dort geblieben mit meiner Cousine, die auch gerettet war, mit ihr zusammen. Und dort habe ich eigentlich bis zum Abitur gelebt. 3 Jahre keine Schule besucht, nur privat. Lehre manchmal und immer Prüfungen gemacht. Ja, so konnte man weitergehen. Und ab der 5. Klasse in der Tschechoslowakei, damals noch Tschechoslowakei, waren 5 Klassen, nicht 4, bevor man ans Gymnasium ging. Und dann bin ich mit 17 ein Abitur gemacht. Durch alle Reformen bin ich dann ziemlich jung gewesen. Und mit 17 habe ich mich angemeldet an die Elfotechnik. Der Hochschule nach Prag, da wollte ich unbedingt. Und dann mit 21 mein Studium abgeschlossen, mit 22 sogar geheiratet, ziemlich früh, mit 23 schon eine Tochter gehabt. Also so habe ich weitergelebt. Die Studentenzeit war sehr schön, das muss ich sagen. Und ja, und dann habe ich angefangen zu wohnen, weil in dem Haus, wo meine Frau wohnte, und wir haben dann eine 2. Tochter bekommen und das war ein, und ich habe meinen Beruf, und ich bin nicht an der Hochschule getrunken, 8%. Mhm. Ja, und bevor ich dann etwa 1966, 67 hat angefangen, diese Anfänge des sogenannten Sozialismus im menschlichen Antlitz. Dubček-Zeit hat man das genannt. Und ich habe meiner Frau gesagt, ich muss ein Praktikum haben, bevor ich ein Dozent werde und bevor ich meine Doktorarbeit mache. Und das, wenn es möglich wäre, würde ich es gern im Ausland machen. Und in der Zeit kam aus Darmstadt eine Delegation aus der Hochschule. Wir haben miteinander gesprochen, wir haben mich kennengelernt. Und haben mir dann, nachdem sie nach Hause kamen, ein DAAD-Stipendienangebot für 3 Monate. Einmal, 67 zum zweiten Mal. Und 67 habe ich angefangen zu suchen in der Firma, wo ich ein 2-jähriges Praktikum machen könnte. Die großen Firmen haben abgelehnt aus Angst, dass ich vielleicht Spion bin oder so aus der Tschechoslowakei. Aber eine kleinere Firma, gegen da in Darmstadt, die hat mich aufgenommen und hat gesagt, sie können Brüssel arbeiten, bevor sie richtig Deutsch sprechen. Mhm. Und vielleicht können sie dann in die Entwicklung. Ich kam zurück, habe den Antrag gestellt, 8 Kommissionen, darüber haben entschieden, aber es war die Zeit so günstig, dass keine Kommission hat Nein gesagt. Ja. Nur haben sich das Gehalt angeschaut, große Augen und so weiter. Es war damals nicht viel in Deutschland, aber in Tschechoslowakei. Jedenfalls, wir haben das geschafft. Meine Frau müsste mitgehen, das wahrscheinlich haben sie auch mit Kindern. Haben sie Angst gehabt, wenn ich dort bleibe, dass sie das dann meine Frau ernähren müssen oder so. Wir haben schon 2 Kinder gehabt. Und ich bin im Mai 1968 hergekommen, habe ich ein Wohnheim erst im Keller gewohnt, weil wir haben ihr Gehalt sofort gestoppt, gestrichen. Also musste ich von dem Geld, was ich hier bekomme, auch die Familie dort noch ernähren. Und habe Wohnung gesucht. Und meine Frau saß auf dem Koffer bis Juni 68. Es war sehr gefährlich schon damals, weil damals war schon die sowjetische Armee
praktisch Manöver veranstaltet und da war die Zeit kurz vorm Überfahren. Und 5. Juli ist wirklich mit Nürnberg, also ich glaube, ich bin der Einzige, das ist wahrscheinlich offiziell rausgekommen, mit meiner Frau, mit Kindern, mit Nürnberg, alles drum und dran hergekommen. Wir haben angefangen, wohnen im Seeheim an der Bergstraße, wo ich eine Wohnung gefunden habe. Ich hatte Arbeit und 2 Monate später war der russische Überfall in Tschechoslowakei. Wir wollten eigentlich zurückkehren nach 2 Jahren, aber wir dachten, das wird ein bisschen besser. Und nachdem wir aus dem Rundfunk erfahren haben, dass die russische Armee und die sowjetische Armee die Tschechoslowakei gefallen hat, haben wir beschlossen, da zu bleiben. Wobei es sehr, sehr schwer war. Also wir hatten 5 Mark in der Tasche sozusagen, Gehalt habe ich gehabt, aber 2 Kinder, Familie, also war nicht einfach. Ich habe 80 Überstunden jeden Monat gemacht, aber es war genug Arbeit da. Und ich muss auch zugeben, die Bevölkerung war sehr entgegenkommend damals. Also es war. Das wäre nämlich meine Frage, war es denn das erste Mal, dass du dann Deutschen dann begegnet bist? Und wie war dann auch diese Begegnung für dich? Oder war da auch etwas, wo du deine Schwere im Herzen auch dann hattest? Und hattest dich dann wieder an deine alten Erinnerungen auch dann wieder zurückgebracht? Nein, also ich muss sagen, bei mir, da ich so jung war, habe ich eigentlich keine Ressentiment. Ich habe auch nie nachgedacht darüber. Ich war einmal sogar, man muss sich verstehen, dass man so wenig, ich hätte eigentlich damals viel mehr Fragen, aber sogar meine Familie, die das wusste alles, hat kein Wort darüber eigentlich erzählt. Also meine Tante, die war erwachsen. Ich muss auch sagen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass mein Onkel war so damals, sagen wir, belastet, dass er mir nicht mal gesagt hat, dass ich Jude bin. Und hat mich in Religion geschickt, bin in die Kirche gegangen, ich habe so Bildchen bekommen für jeden Kirchenbesuch und so weiter, war eigentlich ganz eifrige Besuche. Und erst, wo ich nach Slowakei kam, das war ein Erlebnis, bin ich in die Religionsstunde. Selbstverständlich meine Tante und Onkel sind eine Kleinstadt, da wusste man jeder, wer Jude ist und so weiter, haben jüdische Freunde gehabt. Und ich habe 2 jüdische Freunde in meinem Alter und die sind immer bei der Religion rausgegangen. Ich nicht, habe ich mich eifrig gemeldet, aber nie einfach zum Wort gekommen. Habe ich mich ein bisschen gewundert und da kam ich nach Hause und meine Cousine, die 8 Jahre älter ist, die hat mich eigentlich mit 9 Jahren zum ersten Mal auch gesagt, das ist verständlich, du bist doch Jude. Also ich habe eigentlich mit 9 Jahren überhaupt erst erfahren. Und deshalb kann man sagen, dass ich über Deutsche gar nicht nachgedacht habe. Man dürfte nicht Deutsch sprechen, man hat überhaupt im Kommunismus sehr wenig. Also die Opfer waren meistens Kommunisten, die Juden nicht. Also die Kommunisten haben sich verhalten, sagen wir in ein bisschen anderem Sinne, genauso wie die Nazi-Synagogen wurden mehr zerstört als in der Nazi-Zeit, also weil man mehr Zeit hatte dazu. Aber dann hat mich das eigentlich wurde positiv und negativ beeinflusst. Ich habe das akzeptiert, bin 2-mal, mein Onkel war nicht sehr religiös, in die Synagoge gegangen im Jahr, also Yom Kippur und Neujahr. Und weiß ich, zu Hause waren ein paar Sachen, die man angehalten hat, aber ich wurde eigentlich nicht religiös erzogen. Die ganze Familie nicht. Und jetzt komme ich wieder zurück zu der Zeit in Deutschland. Also beim ersten Mal mit diesem Bewusstsein, nachdem ich studiert habe, habe ich sowieso auch nicht nachgedacht. Man denkt, dass junge Menschen überhaupt nicht da, das kommt alles mit dem Alter. Dann habe ich eigentlich in Deutschland junge Leute getroffen an der Uni, war sehr befreundet, bis heute eigentlich mit dem Assistent, Dozent, dem Arno Held, und haben uns unterhalten, mehr über Kommunismus, über Kapitalismus und solche Sachen mehr, beim zweiten Mal. Und beim dritten Mal habe ich zum ersten Mal, wo wir kamen, die ganze Familie mit Deutschen direkt zu tun in Seeheim. Und das überraschenderweise mit Vertriebenen. Und ich muss zugeben, in der Zeit
war das sehr, sehr positiv. Sie haben sehr geholfen, entgegenkommen, sie haben uns eingeladen als Tschechen. Ob sie jetzt gewusst haben, man muss erwähnen, dass meine Frau ist keine Jüdin und meine Kinder sind auch nicht so erzogen. Insofern wusste das eigentlich keiner. Hin und her hat man das vielleicht erwähnt. Also offen gesagt, bis dahin habe ich kein Problem damit gehabt. Das kam viel, viel, viel später. Beim ersten Mal kam das, wenn eine meiner entfernten Verwandte 1969 geflüchtet ist und wohnten bei uns und wollten in Deutschland bleiben. Viel älter sind die gewesen und sind zum Amt gewesen und kam nach Hause völlig entrüstet. Der Kurt hieß er, es war perfekt Deutsch, seine Mutter war Deutsche. Sein Vater war Jude, der wurde in Theresien schon umgebracht. Und sagte, also hier bleibe ich nicht. Sagte, was ist passiert, stell dir vor, ich war beim Beamten, wollte ich wieder anmelden und sagte, na, jetzt kommen Sie. Und damals wollten Sie nicht beim Hitler, wäre euch einfach das gut gefallen hat, so in dem Sinne. Er wusste nicht, dass er Jude ist, so bestimmte Beamte, allein aus Tschechien. Und daraufhin sind wir in die Schweiz weitergefahren. Also das war am ersten Mal und nach langer Zeit auch zum letzten Mal, wo ich sowas angetroffen habe. Das zweite Mal hatte meine Frau, das war von 90-Jährigen, der Kur getroffen, die einfach über die Nazi-Zeit geschwelgt haben. Aber gut, das habe ich nicht mitbekommen. Also insofern kann ich sagen, ich habe mich eigentlich wohl gefühlt und sehr viel entgegenkommen. Also die Mitarbeiter in der Arbeit, und auch alle anderen, auch die Nachbarn, haben sich sehr, sehr gut verhalten. Wobei ich weiß nicht, ob irgendeiner, abgesehen von dem Hallo-Held, wusste, dass ich hier bin. Mhm. Ja. Gab es dann auch jetzt so nochmal einen besonderen Moment, wo du dann angefangen hast, dich mit deiner Kindheit nochmal verstärkt auseinanderzusetzen? Und was war da der Auslöser dafür? Gut, dazwischen war ein langes Leben, Arbeitsleben, Haus, Umzug nach Reutlingen und, also sehr viel. Aber es kam dann, ich war zum ersten Mal mit über 50 oder so in Theresienstadt. Und was nicht eigentlich um KZ zu besuchen, aber um einen deutschen Unternehmen, der dort neben KZ und neben Ghetto eine Firma aufgebaut, nach der Wende erst. Und ich habe ihn besucht, es war ein Ehepaar aus Stuttgart. Und die Ehefrau hat mich ins Lager geführt. Und dort habe ich plötzlich entdeckt meinen Namen in dem Verzeichnis und nahm meine Mutter. Und ja. Und so hat das eigentlich ein bisschen angefangen. Ich habe dann lange Zeit auch nicht dran gearbeitet. Aber irgendwie kam das dann später, ich kann gar nicht sagen, mehr fast mit der Rentenzeit, wo man mehr Zeit hat nachzudenken. Und offen gesagt, durch die Umgebung, durch Medien und durch diese anti-israelische Haltung, für mich eine antisemitische Haltung in Europa, habe ich irgendwie immer mehr mich mit der Materie befasst und jetzt bin ich schon 10 bis 12 Jahre einfach in einem, sagen wir, Zustand, wo man alles beobachtet, sehr empfindlich ist, wo ich sehr viel nachgelesen habe. Ich habe eine ganze Bibliothek mit diesen Büchern. Also eigentlich so mit 60, über 60 habe ich angefangen, richtig mit meinem Schicksal. Leider zu spät. Ich war in Archiven und ich habe das gesamte Schicksal meiner Familie erst wirklich nach 60 dann ermittelt und sogar unser Haus zu Deutschland entdeckt, was ganz ist und wo jetzt sogar eine Gedenktafel und Mitglied der Theresieninitiative geworden und auch Child Survivor. Ja, das war bestimmt ein sehr tiefer, bewegender Moment, kann ich mir vorstellen, als du da in Theresienstadt dann deinen Namen und der deine Mutter auch gefunden hast. Kann man schon gar nicht in Worte fassen, oder? Wie man dann sich, oder was denkt man in diesem Moment? Ich glaube, das war eigentlich mehr Neugier, das war der Anfang, glaube ich.
ich wusste Schicksal in meiner Familie, aber man nimmt das einfach so hin. Das Problem war mehr, wo man immer mehr Details erfahren hat. Ich bin dann in die Archive gegangen, ich habe geschrieben an viele Archiven und dann habe ich festgestellt, welche Unmenge Mitglieder meiner Familie eigentlich vernichtet worden sind. Da hat es angefangen, richtig, ich kann sagen, einfach Emotionen zu arbeiten, weil ich frage mich dann, warum. Es waren fast meistens Ärzte, Frauen und Kinder, eindeutig. Und wenn man vor dieser Frage stellt, warum müssen diese Menschen und so bestimmt viele andere dann sterben, dann fängt man sich damit zu beschäftigen. Und da habe ich angefangen, auch Bücher zu lesen von den Menschen, die es wirklich erlebt haben. Und das hat mich sehr getroffen. Also ich kann viel ertragen, aber es gibt Bücher, zum Beispiel Bücher von den Leuten, die bei der Sondereinheit waren, die toten Juden aus der Gaskammer und dann verbrannt haben. Ich habe es gemerkt, dass diese Menschen haben das mit 65, 70 erst geschrieben. Also man merkt auch, dass bei den Leuten das auch anders war. Ich weiß nicht, ob dann man ausblendet, wenn man jung ist oder andere Probleme hat. Oder deshalb, weil man einfach zu jung war. Das ist ein gewisser Vorteil. Ich merke auch, dass ich ohne Emotionen auch darüber reden kann. Sehr dokumentarmäßig. Aber es ist auch so, dass ich nachts aufwache heutzutage und nachdenke. Und dass ich mir alle sage, dass selbstverständlich das, was damals passiert, ist eine Sache. Aber dass dieser Antisemitismus in vielen Köpfen weiterhin ist. Die Vorurteile sind furchtbar. Sogar bei sehr guten Bekannten merke ich das. Ich war jetzt in Tschechien, habe einen Vortrag gehalten. Die Dame im Archiv hat mich eingeladen, sehr interessiert, wirklich sehr, sehr nett. Und trotzdem, sie ist eine gläubige Christin, hat sie irgendwann erwähnt, in einem Satz, hat mich wirklich betroffen, ja, die Juden sind so schlau, ja, und wissen mit Geld umgehen. Ich glaube, sie meint das gar nicht schlecht und die Leute meinen das nicht. Ich merke das auch zu Hause, dass man diese Vorurteile hat. Ja. Und das trifft mich eigentlich fast mehr als das, was man gemacht hat. Weil jemand, der sich dazu bekennt, das ist für mich eine klare Sache. Die Nazis haben die Juden gehasst. Und es gibt selbstverständlich, ich sage, Rechtsradikalen, die hassen die Toten wie die Lebendigen. Aber Menschen, die eigentlich keine Antisemiten glauben, haben trotzdem die Vorurteile und das betrifft mich. Okay. Und wenn es um Israel geht, dann werden sie jeder Lüge glauben, nur um einfach zu beweisen, dass die Juden auch schlechte Menschen sind. Also so sehe ich das. Ja, das ist einfach das Problem. Auch wenn selbstverständlich sind viele Juden, sind auch nur Menschen. Es gibt auch Juden, die wirklich dort mit Nazis kooperiert haben. Aber es ist so eine kleine Promille. Und wenn man in Lebensgefahr ist, ja, einfach sind genauso Menschen wie die anderen. Aber es sind nicht die Menschen, die einfach in den Köpfen von den 2000 Jahren und den Leuten sind, die Vorurteile. Nun weiß ich ja dann, dass du eben aus deinen Erlebnissen und dem, ja, einfach momentan, was du auch für Erfahrungen machst, auch es als deine Pflicht auch ansiehst, in Schulklassen zu gehen und über deine Lebensgeschichte zu erzählen. Welche Erfahrungen machst du da mit den Schülern? Ich war wirklich, mache ich das schon 10 Jahre, 12 Jahre fast. Also bis jetzt fast ausschließlich positiv. Und wo ich war, meistens, komme ich wieder. Ich halte das für unwahrscheinlich wichtig. Ich bin sogar dabei, einfach versuchen, an die Schule heranzugehen, damit einfach die letzten Holocaust überleben. Und dazu gehöre ich, sich einfach
augen können, damit man einfach mit jemandem sprechen kann. Weil ich merke, ein Unterricht bringt eigentlich gar nichts. Mhm. Es ist wirklich so, dass nur die persönliche Begegnung, was man jemanden sieht, der offen und klar spricht, mhm. was ist ihm passiert, mhm. was ist mit seinem, und sieht man seine Familie, das bleibt haften. Mhm. Und die Schüler nehmen das auch so. Mhm. Man muss aber sagen, dass ich bin derjenige, der kann mit älteren Schülern mehr sprechen. Es gibt wirklich Holocaust-Überlebenden, so wie die Freundin Silly Peiser, die Dame, die inzwischen gestorben ist, die konnte sogar mit 5. Klasse oder mit 4. Klasse reden. Mhm. Ich glaube, das könnte ich nicht. Ich brauche einfach einen Partner mit. Aber jeder ist anders. Ja, ja. Und ich muss sagen, sehr positiv. Mhm. Das einzige Problem dabei ist, dass erstens ist das zu kurze Zeit. Also man kann nicht viel diskutieren. Mhm. Und oft sind die Schüler so betroffen. Ich versuche das auf die moderne Art abzugeben. Ich erzähle nicht, ich lese nicht. Ich zeige einfach das, was war, was mit meiner Familie, und zeige sogar offen die Bilder meiner Familie. Mhm. Also meine Oma, mich in den Jahren, meine Mutter, mein Vater, absichtlich, um zu zeigen, wie sehen die Menschen aus, mit denen man das gemacht hat. Mhm. Und ich erwarte dann eigentlich Fragen zum heutigen Zeit. Aber kommen viele Fragen, so wie du gefragt hast, welche Erinnerungen hat man dich geschlagen und so weiter, was ich selbstverständlich nicht weiß. Und was wahrscheinlich gesagt, was nicht passiert, es ist genug schlimm gewesen. Alle waren zum Tode verurteilt. Das muss ich immer wieder betonen. Mhm. Aber für mich ist es einfach heute so, dass ich versuche mit den Schülern, und ich bin einer der wenigen, auf die heutige Zeit zu kommen. Es gelingt mir aber nicht immer. Ich muss auch sagen, ich war auch eine reine muslimische Schule schon in Frankfurt. Gut, es waren ziemlich junge Schüler. Eine sehr starke, also ein einziges Mädchen, die sich sicher sehr stark mit dem palästinensischen Problem ist dann aufgestanden am Ende. Aber die Schüler haben zugehört. Sie fühlten sich aber nicht schuldig, selbstverständlich. Es stimmt auch. Ne? Sie haben einen sehr netten Brief dann geschrieben. Ja, das muss ich auch zugeben. Ich bekomme auch. Eine Schule hat sogar ein Theaterstück aufgeführt aus meinem Schicksal. Es ist dann schön zu sehen, dann, wenn da etwas dann auch dann ankommt von deinen Erfahrungen, die du ja dann auch dann teilst. Und mich würde es noch interessieren, hast du einen besonderen Wunsch an die junge Generation hier in Deutschland? Was ist dein Anliegen an uns? Also ich sage es immer wieder, Hauptanliegen ist erstens, dass wenn ich damit erreicht habe, dass der Jude kein Schimpfwort ist, und wenn ich damit erreicht habe, dass ich erinnere, dass eine Gehirnwäsche kann man auch ausweichen, das habe ich wieder erreicht. Also das ist mein Wunsch. Mhm. Damit jeder denkt selbstständig, mhm. und nicht das, was Medien oder Umgebung oder aus irgendeinem Grund andere Menschen, dass ich einfach eigene Meinung bilde. Mhm. Ja. Das sage ich immer wieder. Mhm. Hast du denn jetzt auch Kontakt zu anderen Holocaust-Überlebenden hier in Deutschland? Ja, also ich bin Mitglied des sogenannten Child Survivor Vereines. Und das sind etwa 26, 25 Holocaust-Überlebende, teilweise Versteckte. Und da gehe ich zweijährlich hin. Einige gehen auch in die Schulen, die habe ich inzwischen auch überzeugt, die auch. Einige waren sogar in Theresienstadt, da waren Menschen, die dort auch schlimmere Schicksale haben, Auschwitz, Ältere, aber die gehen nicht in die Schulen. Also nicht jeder kann das, jeder mag das. Und was mich selbstverständlich irritiert, dass ich komme aus einem kleinen Land mit 10 Millionen Einwohnern, da gibt es einen Verein, einen der größten Vereine auf der Welt, 600 Mitglieder, Holocaust-Überlebende, sehr aktiv, weltweit aktiv übrigens. Mhm. Und in Deutschland sind nur 25 Mitglieder. Und wenn ich einige weitere Holocaust-Überlebende angesprochen habe, dann meistens haben sie einfach Angst.
Nur theoretisch oder auch praktische Angst, aber haben sie Angst? Also es gibt praktisch keine so richtige aktive Vereinigung, die sich zusammentut und nach außen geht, so wie es eigentlich notwendig wäre. Und vielleicht ein Wunsch äußere ich und versuche ich auch zu erreichen. Meiner Meinung nach sollte jeder Schüler, solange wir noch leben, einmal in seinem Leben, wenn es irgendwie geht, eine Zeitzeugen hören. Das wäre eigentlich mein Wunsch an die Schulministerien. Aber man hat davon, glaube ich, ein bisschen Angst, man will nicht. Und es geht, glaube ich, nicht mal wegen der Erinnerungen. Davon hat man ja. Aber es geht auf die Problematik heutiger Israel, Juden und so weiter. Also es ist sehr, sehr viel komplizierter. Und das ist die Problematik. Und damit setze ich mich auseinander und versuche jetzt in einem Buch das auch zu beschreiben, wozu mich ein Abgeordnete motiviert hat, um aufzuschreiben, was nicht so einfach ist. Ja, jetzt haben wir ja auch mal ein bisschen kurz mal Israel angeschnitten. Würde mich jetzt noch interessieren, warst du denn schon mal in Israel und wie ist es dir dann dort ergangen? Also ich war in Israel etwa vor 4-5 Jahren zum ersten Mal allein. Meine Frau wollte nicht hin. Ich kann auch verstehen, ich meine, wenn man alles liest und hört und so, dann sind Menschen, die nie dorthin gehen, weil sie meinen, sofort wird eine Bombe hochgehen. Also ich muss ganz offen sagen, ich war begeistert. Ich war so stolz und so begeistert, das kann man gar nicht beschreiben. Ich war mit einer deutschen Gruppe dort. Die wussten erst nicht, dass ich Jude bin, aber der Reiseführer dort, der Michael Sabra, das heißt, es ist ein Mensch, der dort geboren ist, der wusste es, habe gleich gesagt, wir sind Brüder. Mein älteres Ehepaar war ich bei der Klagemauer. Das muss ich erzählen. Und ich weiß nicht, ob man das weiß, da gibt es so einen Zettel, den man einfach dazu schiebt, ja. Und das hat er auch gemacht und war 80 Jahre alt. Und ich habe ihn gefragt, was haben Sie oder wann machen Sie das? Ja, ich habe um Entschuldigung gebeten. Ja. Er sagte, ich, aber Sie waren ziemlich jung, Sie müssen Entschuldigung. Da habe ich ihm gesagt, dass ich Jude bin, hat er gesagt, ich bitte Sie auch um Entschuldigung. Ja. Ja. Also das nur dazu, wir haben uns dann angefreundet. Und dann bin ich allein geblieben in Tel Aviv 4 Tage. Habe meine Mitgefangenen besucht, mit der ich schon älter und ihre Tochter hat mich dann rumgeführt in Jaffa. Und ich muss zugeben, in Tel Aviv habe ich mir plötzlich gesagt, mein Gott, alle umherum sind nur Juden. Ja. Das ist wirklich ein. Und dann habe ich selbstverständlich gesehen, was man alles dort gemacht hat, geschafft hat. Und sagt, das sind eigentlich die Menschen, die 2000 Jahre Menschen zweiter Klasse waren. Haben sowas geschafft und bin in die Geschäfte, die haben sofort auch erkannt, haben dann mich Deutsch angesprochen, haben mir gesagt, ich habe auch deutsche Zeit und nicht nur englische. Also ich bin auch relativ offen, bin sogar an die Soldaten, die haben dort gerade, am Sonntag sind sie aus dem Urlaub nach Hause gefahren mit denen. Und etwas muss ich zufügen, habe ich mich oft gesagt. In dem Jerusalemer Hotel haben uns junge Kellner dient. Und ich habe dann dem Michael gesagt, weißt du, mir schien das, die waren sehr höflich, sehr nett, aber man sieht, die sind stolz. Und das, also ich spüre das anders vermutlich als an andere Besucher. Und er hat mir Folgendes erzählt, weißt du, ich war schon hier und dann kam mein Onkel aus Deutschland, der hat viel später. Und du wirst dich wundern, er ist immer so gebückt gegangen und in ein paar Monaten ist er aufrecht hier gegangen. Also ich will nur sagen, welche Gefühle hat jemand, der dort ist. Ja. Und ich interessiere mich sehr für Israel und ich würde auch viel gerne nochmal hin, aber wie ich schon sagte, immer allein, ich bin einfach Familienmensch und kann das verstehen, aber mit Sicherheit werde ich nochmal
hinfliegen. Ich hatte auch keine Angst, der Arzt, kein Problem. Ich habe mir sogar in der Synagoge eine Wahl, Bürgermeisterwahl-Sitzung angeschaut und so weiter. Und hab mit, ich war ja Vashem wasserbeständig, ja. In Yad Vashem, da muss ich nochmal weiter, habe ich auch alle meine Verwandte, einfach die sind inzwischen dort, beschrieben und das habe ich auch, kann man auch nachlesen, in Datei jetzt finden, aber es sind nicht alle. Ich finde immer wieder weiter, aber die hießen einfach anders. Es ist schwer anzukommen, aber inzwischen weiß ich 4 oder 5 weitere, die vernichtet worden sind und das muss ich einfach auch machen. Und einen Vortrag mache ich übrigens in Ausland, das ist in Tschechien. Nur einen. Dort sind viele Leute, die es machen können, besser als ich, ja. Aber in dem Ort, wo meine Familie lebte, wo mein Vater geboren war, wo sein Bruder, seine Schwester und alle sind vernichtet, dort ruft man mich, lädt man mich jedes Jahr ins Gymnasium. Ich habe Stadtpreis dieses Jahr bekommen und es wurde nicht auf mein Geheiß, auf Bürgermeister hat eine riesen Gedenktafel, man kann sie im Internet auch sehen, ich habe darüber geschrieben, auf das Haus meiner Familie einfach angebracht, also enthüllt. Und ja, das war eine kleine Gedenkfeier und dem Bürgermeister sind wir jetzt auch befreundet. Also das hat mir auch gut getan insofern. Das freut mich, mit deinem Haus auch zu hören. Das kann ich mir vorstellen, es ist bestimmt ja, was ganz Besonderes gewesen. Ja, meine letzte Frage noch. Wie empfindest du, wird mit dem Holocaust hier in Deutschland umgegangen? Also einerseits gedacht und andererseits, wie wird auch ja, mit den Überlebenden hier dann auch gedacht und umgegangen? Wie empfindest du da? Ja, das ist eine sehr komplizierte Frage, aber eins muss ich sagen, Deutschland hat mit Sicherheit noch am besten das ganze, das größte Verbrechen in der Weltgeschichte verarbeitet. Das sage ich auch vielen anderen. Im Ausland ist es noch hauptsächlich im Osten, sagen wir in Weißrussland, Ukraine, überhaupt in Litauen. Es ist aber ständig nicht alles so gegangen, wie man sich gewünscht hätte. Es war, wissen viele wenige, dass kürzlich hier ist einer der größten Verbrecher gestorben mit 99 Jahren, der noch ein Interview gegeben hat, der in Litauen praktisch zigtausende Juden vernichten ließ und so weiter. Jetzt gerade 30 weitere Verbrecher, was sowieso nichts findet, die haben gelebt, die ganze Zeit. Aber das meine ich nicht. Ich meine, die Menschen, die Jugend, die Schulen tun wirklich mehr als, glaube ich, in anderen Ländern. Das ist schon so, auch wenn ich Tschechien gehöre zu denen, die das auch, aber das kommt dadurch, dass Tschechoslowakei ist ein Land, ein Volk, dass das Schicksal, auch wenn das komisch klingt, fühlt sich ähnlich. Sie waren auch 300 Jahre in Habsburger, sie haben hauptbesetztes Land, sie haben auch gegründet, 18 erste Republik. Also sie fühlen sich, deswegen sind die auch die beste Verbündete heutzutage von Israel und haben 48 Israel, das wissen sehr wenige, das sage ich aber auch in den Schulen, Israel gerettet. Also 48 waren die einzigen, die die Piloten ausgebildet haben, Waffen, wurden sie von den Sowjets damals auch bestraft, der Außenminister wurde umgebracht, die Synagogen zerstört und so weiter. Also insofern aber sage ich, dass also das Land ist, hat auch wenn dort Antisemitismus vorhanden ist. Aber Deutschland hat damit gut umgegangen, was die Totenjuden betrifft. Was die lebendige Juden betrifft, ist natürlich viel empfindlicher. Ich würde gerne einmal mit Herrn Kleber oder mit anderen mit dem Moderatoren im Fernsehspeaker sprechen. Wenn die anfangen, über Israel zu sprechen, überhaupt. Es sind so viele Halbwahrheiten, so viel Ressentiment allein in dem Ton, dass ich mir immer eigentlich
wie kalt auf den Rücken geht. Ja. Das ist das, was ich vielleicht werde versuchen, ich hoffe, in dem Buch darzustellen. Okay. Es geht nicht gar darum, einfach Juden nur zu loben, aber mindestens haben sie verdient und gerade von Deutschen die Objektivität. Okay. Ja. Ich möchte zuletzt einen Satz sagen, was meine Tante gesagt hat. Es klingt hart, was ich jetzt sage, aber hier ist es passiert und das ist das einzige Mal, wo sie mir was erzählt hat. In Slowakei hat man die Juden schon verkauft, nicht bezahlt hat man, um sie zu vernichten, noch bevor Auschwitz war. Das weiß man auch sehr wenig. Derjenige, der es gemacht hat, war ein ehemaliger Pfarrer, der Tiso, und aber die Kirche hat dort was zu sagen gehabt, und wenn ein jüdischer Ehepaar oder Jude getauft war, hat man ihn nicht ausgeliefert, also nicht bis 1944, danach alle. Und sie ließen sich taufen, das war pro forma meistens, bei einem bekannten evangelischen Pfarrer. Und meine Tante, sie war nicht sehr gebildet und sie sicher hat nicht viel nachgedacht, hat einfach dem Pfarrer, bevor haben sich unterhalten, sagen Sie mal, warum hassen Sie uns so? Und die Antwort war, wissen Sie, Frau Fröhlich, das war Ihr Name, wir saugen das mit der Muttermilch. Und da habe ich, das erzähle ich sehr, sehr selten, ne, aber da ist einfach etwas dran, was wahrscheinlich aus welchem Grund, weil 2000 Jahre zu lange Zeit ist, wo die Juden immer einfach die Menschen zweite Klasse waren und wir als Sündenbock. Ja. Ich habe dazu auch vier Erklärungen, aber das ist dann sehr lange Zeit. Da könnte man philosophieren. Ja, ja. Ja. Folgt man dann teils bei wahrscheinlich. Ja, ja. Ich möchte dir an der Stelle sehr herzlich danken, Pavel, für alles, was du jetzt hier geteilt hast mit mir, letztendlich dann aber auch mit den anderen. Und es ist, denke ich, wie du auch gesagt hast, sehr wichtig, dass wir von der jungen Generation in Deutschland nicht diese Geschichten aus Büchern haben oder auch von Filmen, sondern dass wir dieses Gegenüber dann auch haben und es von euch jetzt noch hören. Und wir empfinden das auch als was sehr Besonderes. Und ich denke ja, irgendwann werden wir dann Zeugen der Zeitzeugen sein. Und das ist unser Anliegen, dass diese Geschichten nicht in Vergessenheit geraten, sondern dass sie in die Zukunft getragen werden und dass es ja, ein Warnsignal auch ist gegen einen aufsteigenden Antisemitismus. Ja. Und an dieser Stelle herzlichen Dank. Bitte, bitte.